man akzeptiert. Jetzt zu den Seitengängen kommen wir zum Schulter herein. Robert Traver, die Entwicklung der Traversate. Beim Schulter herein ist das Pferd auf drei Hufschläge. Geht das Pferd auf drei Hufschläge, ist in die Bewegungsrichtung gestellt und gebogen und der Hals ist 30 Grad vom Hufschlag abgestellt. Ja, das heißt, wir haben im Schulter herein links haben wir einmal das linke Vorderbein, einmal hinten links vorne rechts auf einen Hufschlag und einmal hinten rechts auf einen Hufschlag. Das ist ganz wichtig, dass das Pferd auf drei Hufschläge geht und dass das innere Ohr der höchste Punkt ist, dass das Pferd über das innere Hinterbein fleißig Abfuß zum äußeren Zügel hin. Das ist das, was wir mit dem älteren
dann haben wir die schon schneller am inneren Checkpoint äußeren Züge. Jawohl. So, Anke, jetzt das nächste Mal versuchst du mal dein rechter Zügel nicht am Hals anzudrücken, aber vom Hals wegzugehen. Weil wenn du den Zügel am Hals randrückst, blockierst du deine äußere Schulter. Weißt du was, das ist schwer, aber das schaffst du. Den Arm, dein Handgelenk nach rechts zu öffnen. Genau. Weiter rein. So, jetzt geht geradeaus auf den Zirkel. Jetzt nicht mehr. Jetzt der Schenkel weiter. Erst die Schulter, dann das Hinterbein. Besser. Merkst du, ich glaube, du versuchst jetzt zu viel zu machen, ne? Weniger. Nur die Schulter, die rechte Schulter zu Bande führen, das linke Hinterbein mitnehmen. Jetzt geradeaus auf den Zirkel. So, und jetzt wieder Schenkel weiter. Besser. Genau. Und dann ganz normal weiter lösen. Aber das einfach wirklich deine lösende Arbeit nehmen, weil dadurch wirst du dein Pferd einfach schneller locker bekommen, schneller durchlässiger bekommen und er wird schneller an deinem inneren Schenkel äußeren Zügel reagieren. Und deine diagonale Hilfe. So. Weil dann überholt, das war jetzt auch wieder ganz interessant zu sehen, jetzt hat die Hinterhand die Vorhand überholt. Takt geht verloren, das habe ich vorhin gesagt. Also Takt und Vorwärtstendenz Priorität, also Stellung wie aufgerüstet, geradeaus, gerade richtig und geradeaus. Und so ganz normal weiter dran, das ist immer ganz normal, aber da so ein bisschen das mit in deine lösende Arbeit einbauen. So, was ich mir jetzt noch wünschen würde, so gut wie das geht, könnte, dass er so ein bisschen mehr sich öffnet mit dem Wind, weißt du, ein bisschen mehr die Nase drückt. Warum? Was wir jetzt sehen können, das Pferd hat eine unheimlich schöne Oberlinie im Hals. Aber für alle, jetzt mal nur auf die Partie gucken, wieder ist in Richtung Ohr schauen und dann das erste Drittel vom Hals, da ist ein Loch, wenn man das Pferd anschaut, ja? Da ist ein Loch und dann zwei Drittel vom Hals bis zum Ohr haben wir einen schönen Oberhals. Und dann muss er, das ist ja ein sehr großes Pferd, ist ja ganz normal, aber der muss lernen, da noch mehr ins Brustbein zu heben. Das Pferd wird immer das Brustbein jedem wieder entspannt. Und dann muss er im Widerriss hoch und dann schult er dieses Dreieck am Widerriss. Das muss er auffüllen, damit er es knapper halten kann und noch schöner vom Boden haben kann und die Vorderbein noch länger in der Luft halten kann, braucht er diese Muskulatur da. Und das muss die Anke jetzt trainieren und darauf achten und ihre tägliche Arbeit. Wenn sie ihn durchstellt, dass sie immer dieses Dreieck, dann sieht es ja, ja manchmal muss doch einmal der Muskel so raus. Das wäre super, weil der Muskel kann sich nur aufbauen, wenn der Muskel sich an- und abspannt. Wie bei uns im Fitnessstudio. Also wir machen nicht mehr als mit dem Pferd. Das wäre dann jetzt bei der Reihe das andere Fitnessstudio, was wir mit dem Pferd machen. Und das müssen wir versuchen, Anke, dass wir da zum Beispiel uns das verreden. Ja, genau. Dass wir da drauf achten, diese Aufrüstung, dass der da noch dieses Loch, das ist richtig, das ist ja keine Frage, aber das ist ganz wichtig, dass er da Muskulatur aufbaut und klar, wenn wir ihm da mal so ein bisschen mehr Stellung geben, um zu holen in Schulter, Bindesbereich, Oberhals, klar, dann ist er mal tief hinter der Senkrechte, wichtig ist er, dass sie sofort wieder vorlassen, damit ja der Muskel so langsam wie möglich ist, sich so gut wie möglich wölben kann, damit er sich tragen kann. So, jetzt noch ganz kurz, was ich noch dazu erklären möchte, dieser Rücken kann schon mal galoppieren. Was ich dazu erklären möchte, Trab ist von der Intensität für ein Pferd so, als ob wir Menschen einarmige Liegestütze machen. Das heißt, probieren wir als Mensch einarmige Liegestütze zu machen. Ich habe jemanden, eine Person im Fitnessstudio kennengelernt, der sagt, der Muskulatur hat das war weniger.
ja so. So, und ich verlange, dass die das erst eine Stunde durch hat. Macht man eine Stunde einmal an die Liegestütze. Und deswegen darf es mir immer daran erinnern, hört auf eure Pferde. Wenn ein Pferd Müdigkeit zeigt, wenn ein Pferd kann gehen, wenn er mal ein bisschen müde ist, ja, dass wir dann sich Gedanken machen, warum. Was kann auch anders sein, dass es mal, dass wir jetzt mal ein bisschen zu lange galoppiert sind oder zu lange getragen sind oder zu viel Versammlung verlangt haben. Und dann deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, was bedeutet eigentlich Kraft für ein Pferd und auch für den kompletten Pferdekörper. Und deswegen müssen wir das Pferd im Trab, je nach Alter, immer mehr und mehr versammeln, bis dann der Trab und der Hals an diesem so aufgebaut ist, dass er irgendwann so macht und dann haben wir Passage. Und das soll aber das Pferd aus seine natürliche Kraft machen, die wir aufgebaut haben, die wir geschult haben und nicht durch die Kraft und den Einsatz des Heils. Dass wir das Pferd wieder unterstützen müssen und begleiten müssen, ist ja ganz klar. Aber das Pferd soll das ja auch sein eigenen Körper entwickeln. Und so ein Pferd. Jawohl, achten Sie darauf, dass du wirklich ganz wichtig ist, ja, dass du dein Pferd zwischen deine beiden Zügel eingerammt hast. Das heißt, linker Zügel, rechter Zügel rechts. Und du spürst mit deinem linken Zügel, das linke Hinterbein, mit deinem rechten Zügel, das rechte Hinterbein. Genauso spürst du am linken Zügel deine linke Schulter, als auch an deinem rechten Zügel deine rechte Schulter. Das heißt, da drehe ich mal einmal zum Publikum, das heißt, ich dir, also vom Publikum weg, meine ich, wenn man die linke Hand öffnet und dann sagt, linke Schulter bleibt da, dann bleibt die linke Schulter da. Wenn ich sage, rechte Schulter bleibt da, dann bleibt die rechte Schulter da. Ich kann aber auch mit meinem linken Zügel sagen, leg das linke Bein, dann macht das Pferd so und geht nicht in Travers. Das Pferd setzt aber sich mehr auf das linke Hinterbein. Oder ich sage so, so. Und das ist die Vorstufe zu den Schenkelbeinen, aber nachher auch zu den Traversalen, Traversraube, was wir jetzt gleich sehen werden. Und dann auch weiter noch gesehen, dann zu den Galoppmomenten, wo ich das Pferd, die Vorhand und die Hinterhand führe, aber ich führe das Pferd nicht in Travers. Eine Traversale nachher ist nichts anderes, als die Vorhand vorauszuführen und das Hinterbein runterzufangen. Weil wenn wir jetzt eine Freistelle, er werden schon Traversale verleihen, wenn wir da uns schon tot drücken, sage ich jetzt mal, was machen wir dann nachher? Und wir essen kein Bierhoff, wir sind da eins im Grand Prix, da kommen wir gar nicht mehr hoch. Also das ist so, deswegen das soll ja alles leicht sein. Und deswegen sage ich, ich kann dann anfangen, mit dem Zyklopapier von diesem Schenkel in Punkte setzen. Und dieses Zusammenspiel, das ist wichtig. Wenn wir das zusammenführen, können wir jede Lektion rein. Und deswegen ist es ja ganz so, dass ich, ne? Genau, dass wir jetzt ein diesjähriges Pferd haben, wo wir jetzt mal sehen können, wie viel weiter der mit der Schimmer von vorhin und wie man dann in so ein junges Pferd jetzt angeht. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit Schulter herbei. Wenn man ein junges Pferd, das ganz junge Pferd, anfängt mit Schulter herein, dann entweder fangen wir an, wir versuchen einfach mal, wie reagiert er, und wir zeigen die Vorhand immer, dass man abwenden will auf eine Wolte. Man will immer abwenden auf eine Wolte, und das führt das Pferd aber am äußeren Zügel weiter geradeaus. Jawohl, nicht stehen, gut so. So, jetzt eben haben wir gesehen, dass es ja für Reinschulung der Pferde ein bisschen schwierig war, weil er hat ja alles ernst verstanden, was er müsste anwenden. Ja? Also, deswegen haben wir den einen kurz das Leben lassen, weil sie kennt, gut, weiter so, sie kennt ihr Pferd ja am besten. Jawohl, Tönche, genau. So, was man schön ist, was Reinschulung immer wieder macht, zwischendurch, sie reicht eine Lektion.
Ja, und dann tun Sie wieder mal Leitung haben. Das Pferd den Rücken so ein bisschen zu entlasten. Ihr Pferd, wenn er kommt, das liegt so auch für ihn, aber der ist eigentlich zu groß, wahrscheinlich. Ja? Also ein sehr großes Pferd, der braucht eh länger in der Ausbildung. Wir wissen, dass die großen Pferde etwas länger brauchen. Genau, schön, unteren Schenkel, äußeren Führer. Durchkommen, schau, Punkt an, wo du angekommen bist, Antje. So, ja, sehr gut. So, ab geht's. War sehr schön. Noch eine Linie, drei Hufschläge, so wie wir es haben wollen. Die großen Pferde sind meistens auch im Bewegungsablauf etwas mehr Zeit lassen, dass sie halt diese Kraft entwickeln können. Von der Schubkraft in die Tragkraft hineinzukommen, damit der Reiter mehr zum Sitzen kommt, dadurch die Hand mehr vorgeben kann, das Pferd mehr Kadenz entwickeln kann, sich mehr selbst tragen kann. So, hier also, was hier jetzt schön zu sehen ist, ist, dass links rum es besser akzeptiert, aber eigentlich getrüchtert ist ein bisschen, weil das war ein bisschen Hinterhand rausgetrieben und nicht Vorhand reingenommen. Also eigentlich auf der Hinterhand machst du einfach weniger. Weißt du? Du reitest mal nur mal, hat jetzt gleich mal dieser zweite Hufschlag. Wenn sowas passiert zu Hause auch, wenn der kommt, ich treibe eigentlich mal die Hinterhand raus, anstatt auf drei Hufschläge zu haben, reitest du mal nur geradeaus an die Stelle. Weiter ganz normal geradeaus mit Stellung. So, genau da. Dass man erstmal fühlt, was macht er, wenn ich den stelle, ja? Denke jetzt noch ein bisschen drauf. Und dann spürst du, wenn du da drin bist, so ein bisschen die Vorhand rein. So, genau, und das war es. Dann diese äußeren Züge, da bleib am Fußstand, bleib auf die Linie. Genau so. Und was sehen wir jetzt? Er bleibt intakt. Er hat jetzt vielleicht nicht den größten Schwung entfalten im letzten Moment, aber er ist intakt. Und das ist ganz wichtig, auch in Schulterreihen, vorwärts, aber gerade sagen, takt und vorwärts. Wenn das nicht mehr gegeben ist, richtet dann der gerade und reitet es vorwärts. Und dann setzt sich wieder die Flexion kürzer. Nicht so, jawohl. Und jetzt am Ende, das ist ganz kritisch, die letzten 3 Meter, ne? Ist er taucht, ein Hauch abgetaucht in die Linie und hat er ganz bisschen den Takt in den Hinterkopf. Ja? Also deswegen schon sich immer mal kurz schütteln. So. Ne? Also so der kann in der linken Hand, wie ich jetzt auch für seine Winterarbeit, etwas weniger Schubbeherrn zufrieden sein, aber dass er Takt behält, dann wird wieder größer. Und dafür im Schubbeherrn rein, den so ein bisschen vorführen kannst, der ist dann, vielleicht, dass du dein Gefühl nachher etwas übernimmst, nur im Schubbeherrn rein, danach wieder die Füße wieder ein bisschen Hals. Hälftkammer geschlossen, mit dem großen Pferd aufpassen, wenn du zu viel Hals gibst, dass er nicht hinten rausgeht. Ja, dass du hast nur einen Hauch die Hand verkürzt, dass er den Hals vom Widerriss fallen lassen kann. Auf der rechten Hand alles gut, nur wenn du merkst, dass er auf der rechten Hand nicht ganz genau verstanden hat, was du willst. Ich reite ganz gerne Ecke zu Hause drehen. Ich habe Ecke, 10 Meter runter, Schulter herein, 10 Meter runter, Schulter herein, 10 Meter runter. Immer wieder unterbrechen, weil du dann nicht in der, weil du dann noch mehr dein Pferd auf 3 Stunden haben kannst. Du unterbrichst deinen Schulter herein, du schubst deine Konzentrationsfähigkeit, er wird dir wirklich zuhören und in der Rolle schubst du nochmal Stellung Bio, auch nochmal kontrolliert äußere Seite, damit das äußere Hinterbein nicht rauskommt, damit er nicht in die äußere Schulter wegläuft, weil in jedem Umfeld und in jeder bis zum St. Georg gibt es ja in jedem letzten Punkt. Also deswegen wir ein bisschen vorgehen. Also könnt ihr doch auf einmal beim Schulter herein, Schulter rein, vorne Schulter rein, vorne. Dann kommt ihr jetzt gleich einmal zum Travers. Zum Travers. Das heißt, Travers, das Travers und das Rambert
die werden auch aus unserer Sammlung aber, da gibt es ein Aber, das können wir auch aus dem Arbeitsrecht machen. Weil Normen und Tabellen können wir auch nutzen, in der Lösungsphase unseres Wertes einfach das Wert schneller noch gelöst zu haben, als es ja in Kram, aber es ist nur rein, nur raus, damit wir einfach schneller lockern können. Auch hierbei, das Wert ist jetzt hierbei in die Bewegungsrichtung gestellt und gehen auch vier Schläge. Das heißt also, wenn wir das Pferd von vorne oder von hinten angucken, haben wir vier Hufschläge. Keine fünf, keine drei, halb, vier. Nochmal eine lange Seite ein. Einfühlen, ne? Gleich. Nochmal, ja. Und ich lasse erstmal einen Zirkel rein. Hier sieht man wieder, dass die Antje sehr schön wieder ihr Pferd ja wieder den Rücken entlastet. Durch das Leichtraum wieder. Gut. Die linke Hand bleibt links. Genau, rechts ist der Böse. Und ich pariere Antje mit einem linken Zügel. Das linke Hinterbein rein. Ich begleite das. Ja! Mit meinem linken Schenkel. Antje, hast du das gemerkt? Wo du links pariert hast, das war super. Da kann er noch mal tiefer in die äußere Hüfte. Genau. Der Kopf bleibt in parallel zum Hufschlag. Du gibst ihm Rechtsstellung, Biegung. Jawohl. Das gleiche machen wir nochmal auf die andere Seite. Das Raumwerk, das Travers, das lege ich gerne an, die Hinterbeine noch mehr zu den Unterfüßen zu bringen. Ja? Das Pferd schließt sich mehr. Das Pferd bringt mehr Gleichgewicht, entwickelt mehr Schwung, mehr Kraft und kommt noch mehr vom Schieben und Tragen hinein. Also vom Schubkraft in die Tragen. Jetzt hier auf der linken Hand sehen wir, dass er ja mit dem rechten Hinterbein hier schon unter ist, aber er bleibt in die Linke so ein bisschen gehen. Er stellt sich nicht so schön nach links im Gewicht. Ja, also in der Gewichtsbiegung könnte er ein bisschen besser sein, aber auch in der Stellung könnte er ein bisschen besser sein. Also könnte dabei, würde ich dir sagen, versucht etwas weniger Stellungbiegung zu machen, aber auch das wieder mit der Folge zu unterbrechen. Jetzt links böse, genau, nächste Folge rein, nein, genau, ich möchte das, rechter Zunge rechts lassen, jawohl, parade rechter Zunge, links wieder locker. Aber durch und links wieder loslassen, durch und links wieder loslassen, jawohl. So, das Raumpferd nutze ich sehr gerne,
Es gibt auch Pferde, die haben ein bisschen Schwierigkeiten, in die Schulter herein reinzukommen. Aber wir gehen schon eigentlich ziemlich gut auf Pferde. Und dann gehe ich ja gerne aufs Raumpferd, mache ich dann das Pferd, also gerade nach außen, so, gehe ich dann ganz schön, mache den Pferd gerade, gerade, gerade und gehe dann in die Schulter herein rüber. Für mich ist wieder die Schulter, dass wenn ihr so weiterläuft, gehe ich wieder ins Raumpferd rüber und dann wieder in die Schulter herein rüber. Und so kann ich das Pferd schulen, dass er noch mehr gleichgewicht, noch mehr Kraftentwicklung und noch gehorsam wird. Das versuchen wir jetzt gerade. Weil das ist auch eine ganz gute Übung für die großen Pferde. Aber dabei nicht übertreiben. Nicht übertreibende Stellung liegen und nur vier Hufschläge. Ja? Vier Hufschläge sind schon schwierig genug, aber viele Reiter meinen, sie müssen sechs reiten. Geht gar nicht. Genau, super. Genau, guck da gut zwischen den Ohren, aber guck den Bauch ein bisschen hoch an, wo hinreicht. Oh ja, das reicht nämlich, super. Dass er einfach ganz ruhig durch muss. Ich meine, das ist ein sehr, sehr großes Pferd. Wenn lieber ein bisschen ruhiger und natürlicher, aber dann kraftvoller und nachher lässt er ihn mehr raus. Richtig, richtig. So, jetzt reicht uns das bitte noch einmal und dann gehst du mal von dem Raumpferd in den Schulter hereinführen und dann wieder in den Raumpferd. Einfach mal probieren, das ist schwer. Aber du willst ja sehen, wie früh dein Pferd nachher anfängt zu reagieren. Weniger, so genau. Und so gehst du langsam, nein, das ist nicht klar. Das ist nicht schlimm, das kann auch sein, das ist auch super. Genau. Richtig. Versuch es nochmal. Wirklich auf dem zweiten Hufschlag bleiben. Aus dem Raumpferd. Du bleibst jetzt auf dem zweiten Hufschlag. Und jetzt machst du langsam, gehst du in die rechte Stellung über. Schulter herein und Knochen. Führ ihn noch mehr an linker Schulter zu kurzer Seite. Versuch, weniger Schulter herein kommst du auf die Hufschläge. So, genau. Genau. Richtig, jetzt geht die linke Hand runter, rechter Schenkel übernimmt, bleib auf dem Liegen. So, ja, jetzt wieder ins Raumpferd rüber. Langsam. Super, jetzt wieder Schulter rein. Super, laufen. Sehr gut. Was jetzt ganz normal ist, ja, ist, dass der ja anfängt, so vorne so ein bisschen zu suchen. Weißt du, das ist jetzt ganz anders. Jetzt kann ich so gehen, dann kann ich so gehen, ich muss noch weiter geradeaus. Und jetzt fängt der Hand vorne so ein bisschen zu suchen. Oh, mein Haus wird ja locker, was ist das jetzt? Ja? Da muss man einfach das Pferd weiterhin begleiten. Keine Angst bekommen, dass was kaputt geht, so schnell geht nicht was kaputt, aber immer wieder Takt, Vorwärtstendenz ist ganz wichtig. Und sollte er, sollte das Pferd abpacken. So, jetzt ganz schnell sich zu verwehren. Dann wieder mal leicht am Zirkus über die Hand schauen, wieder mal, dann macht man wieder was anderes rein. Aber es ist normal, dass die, ja, jetzt machen wir es auf der anderen Hand nochmal, dass die Pferde halt anfangen, das auf Vordermann zu suchen. Und das passiert. Aber das Verwerfen geht auch wieder weg, wenn das Pferd locker wird. Richtig? Zwar macht sie, ja, ich so, jetzt dabei kannst du so, Haupt runter in der Oberlinie nehmen, wenn er sich so reinhält. Wenn man dann legt, dass er auf dem Ding ist, oh jawohl, und sei zufrieden, dass er ja, dass er das schon so macht, wie er es jetzt macht, nicht mehr wollen. Das heißt, jetzt musst du die rechte Schulter etwas vorgehen. Genau. Ich stehe, das hast du gerade genommen, das sage ich stimmt. Das wird aber gleich. Das Atmen ist noch schwieriger als die Stimme. So, löse ich nicht mehr hinterher. Ja, sehr gut reagiert. Nur Züchen, dann die Schwerjagd wieder Schulter herein. So, jawohl. Da seht ihr ja, dass das Pferd ganz am Linken ist, nur schwieriger. Das ist die Arbeit des Unterwinders, hat auch viel wieder vor zu reiten, Schlangenlinie zu reiten, von der linken Hand zur rechten Hand zu reiten.
Füße auf der Hand kommen lassen, wieder nach oben gehen, von einem Schenkelweichen zu rein, von einem Schenkelweichen in die Wolke hinein, dass ich immer wieder den noch lockeren Knie, dass der noch mehr reagiert. Jetzt zum Beispiel im Schritt, ne? Wenn du Schritt reitest, dass du, wenn du den länger lässt, ja, lass dich nicht so ganz allein. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir müssen auch trauen, um Vertrauen zu kriegen, wir müssen vertrauen, damit das Pferd sich traut. Er muss sich trauen, dass er den Haus fahren lässt, aber er geht auf der linken Hand so ein bisschen so schnell. Weißt du? Er nimmt ein bisschen den Haus wieder so rein und geht dann so. Und versuchst du jetzt mal, dass er durch ist. Dass er den öfter mal deine linke Hand ist, aber mit Kontakt. Nimm mal den Hals nach links, zieh ihn mal nach links einmal. Da links, dass er da links. Ja, genau, und jetzt lass wieder los, auf die Hand tief. Ja, so, und jetzt die Nase vor. Weißt du, der Hand zieht nicht. Na ja, geht wieder, genau. Und jetzt wieder mal auf der Mauer da. Und nur, guck. Versuche, den Hals zu behalten, aber nur ganz easy, gar nicht nachdenken. Schritt rein und nur sagen, abwenden. Und die Hand nur öffnen und ihm den Weg zeigen. Merkst du, du öffnest deine Hand, der kommt den Hals nach außen weg. Ja, genau. Und versuche, den Ellenbogen am Oberkörper zu halten. Genau, lass rechts los. So, jetzt vor, klar. Genau. Und wenn du merkst, der Kind da in den Weg, im dritten, vierten Hals wieder weg. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Bisschen öffnet die Hand, dass er sich rund macht, sich stellt, biegen lässt und wieder vorlassen, wieder gehen lassen. Genau, und wieder länger lassen. Und dann eigentlich jetzt wäre es noch super, wenn der Arm sich so macht, aber hier ist. Weißt du, dass du wohl die Hand kannst, dass du wieder schließt. Und der innere Gesäßknochen führt in Sachen weiter. Genau, dann ist es wieder los. Nicht den Arm so stark, locker das Handgelenk auf. Genau. Und so ein bisschen spielen mit dem Hals, ja, dass er lebt. So genau. So merkst du jetzt, jetzt wird da ein ganz anderer Schritt zu gehen. Ja? Ja, der Tippschüttel, der sich jetzt, weil der kommt jetzt an einem Punkt an der Muskulatur, wie bei uns, wenn wir denen im Fitnessstudio ein bisschen anfängt, ein bisschen warm zu werden, ein bisschen zu bieten, dass wir sagen, oh, nein, kann ich noch gehen. Das spürt er jetzt gerade auch zu Hause mit der Oberlinie. Dass er sagt, wieder in die Grenze. Das musst du jetzt als reiner fühlen. Hör auf eure Pferde, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich nicht gehen, damit ja, er auch genügend die Nase vor sich schreitet. Genau. Bei diesem Pferd sieht man das ja ganz deutlich, dass Klappen im Mähnekampf. Der Mähnekampf kann ja nach links und rechts wegklappen. Ja? Und die Pferde sollen dann so locker sein, dass der Mähnekampf nach links und rechts in die Stelle, in die jeweilige Richtung, wie ich reite, klappt. In dem Moment, wo ich auf die linke Hand bin und ich wechsle zur rechten Hand und der Mähnekampf klappt von links nach rechts, mehr Stellung braucht. Das ist dann genau die Stellung, die ich brauche. Wie ich beim Reiten unsicher auf die Stellung habe, dann stelle ich einmal nach außen und in dem Moment, wo der Mähnekampf nach innen klappt, das ist die Stellung, die ich brauche und so weiter. Natürlich, wenn man eines sich festmacht, kann ich mal mehr die Stelle, aber ich muss immer wieder zu dem Punkt gehen, wo er gerade in die Richtung geklappt ist, wo ich bin. Wenn du jetzt einen Schlag fährst und ein bisschen nach rechts gehst, ne, und du merkst, dass er so nach rechts geht, ja genau. In dem Moment, wo der, ja genau, vor die Nase. Die verbraucht er nicht. Weil der Kopf, weil er so groß ist, was auch nicht passiert, sondern die Pferde zu viel, dann fängt die an, so flach auf die Füße zu kommen. Das geht alles auf die Sehnen und Gelenke. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der immer noch so abfrüßig ist. Ganz wichtig ist ja auch darauf zu achten, dass das Pferd dort die Füße, wo die Zehspitze hin zeigt. Ja? Sieht man ja, dass er da auch ein bisschen gesagt hat, des Spiegels, dass ich mit dem, dass man so sagen sollte, dass jemand hier ein Pferd zu Hause hat, wo das nicht so ist, ja? Das kann man ja immer so ein bisschen leicht kombinieren, ein bisschen leicht aber auch unterstützen, damit das Pferd das leichter hat, damit er immer da hinfußt, wo die Zehe ihm zeigt. So, also jetzt versuchen wir mal, eine Langposition mit Traversalen zu sein. Hast du schon mal eine gesehen? Ja.
Reiter Ackermann traversate links und rechts wie die Gehe und tun die Reiter und dann gucken wir mal, was wir da verbessern. Und am liebsten erst die gute Seite und dann die schlechte Seite. Immer noch gleich schwer. Das ist jede Lektion so, ja? Also wenn wir jetzt in der Schule immer erst das Spiegel gelernt hätten, das alles auf keinen Fall, wird da auch nicht profitieren. Also immer erst das, was leicht geht und dann das, was schwierig ist. Also in der Traversale ist es ja wichtig, das Pferd ist in die Richtung gestellt, gebogen, wo wir hin traversieren. Die Vorhand wird vorgeführt und das Hinterbein kreuzt, Vorhandkreuz, Hinterbeinkreuz und das innere Vorderbein ist leicht vor. Ja, die Hinterhand überholt nicht die Vorhand, das Pferd sagt im Vorwärtstendenz im Takt. In den Traversal können wir natürlich also auch, wenn das Pferd weiter aufbildet, wenn wir bei den nächsten Reitern nach dem Pause gehen werden, gibt es auch die Zickzack-Traversale. Das heißt, wir traversieren ein paar Meter nach links, dann ein paar Meter nach rechts, ein paar Meter nach links. Sowohl die Traversale können wir reiten im Trapas im Galopp, sowohl als auch im Schritt. Also wir können ja in den drei Umgang haben, Traversal. Das ist im Übrigen unser. Das ist im Übrigen auch in dem Schenko-Weichen. Wir können auch im Schenko-Weichen, weil ich Galopp ein bisschen Schenko machen, das heißt, ja? Also das heißt nicht, dass das Pferd nur im Klappen Schritt geht. Genauso das Schultern hinein, Raube, Kabel, könnt ihr in allen drei Schultern haben. So, also, das ist nicht schlecht, aber du bist mir zu viel mit dem Zeigewerk beschäftigt. Ja, kann das sein? Das soll ja rübergehen, genau, genau. Was wir aber wollen, ist, dass er übertragt, ja, und ich sehe, ja, also, dass er übertragt und du bist ja von mir, für, so hat es ausgesehen, du musst dich nicht genau so angucken. Ungefähr, also du wusstest schon, ungefähr, musst du genau, dass du dir das dann nicht angucken, das ist das Arme der Traversale. Eine Traversale hat einen Punkt, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Und dann weißt du auch ganz genau, wo du hingehen musst und wo die Traversale anfängt. Und das ist das Erste. Das Zweite ist ja, in der Traversale versucht eure Pferde nicht seitwärts zu drücken. Versucht das Pferd seitwärts zu parieren. In dem Moment, wo ich anfange zu drücken, haben wir die Pferde, die jedes von euch schon mal auf dem Turnier gesehen hat. Oh, guck mal, wie der trat. Wahnsinn, da kommt der Traversale und geht so seitwärts, ja, weil er seitwärts gedrückt wird, weil er gar nicht mehr die Kraft hat und weil er gar nicht mehr, weil er gar nicht seitwärts pariert wird, aber seitwärts gedrückt wird. Dann macht er so ganz schnell die Beine, weil er nicht gelernt hat, so seitwärts zu drücken. Und das versuchen wir jetzt mal, und wie kriegst du das besser hin, dass dein Pferd auch, dass wir ein seitwärts parieren kann und dass wir nachher auch mehr Ausdruck in die Traversale bekommen. Das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt habe. Mein Pferd geht seitwärts, aber nicht immer nur eine 6 oder 6,5. Wie kriege ich dann mehr Ausdruck hin? Das kriege ich hin, dass dadurch, dass ich die Vorhand mehr vorlegen kann. Also den Effekt, dass das Pferd im Vorderbein so macht. So. Dann macht er das. Das macht er in dem Moment, wo du die Lage bist, das Reiter, wenn du den Zügel ein bisschen öffnest und das Öffnen vom Zügel in die Richtung nach rechts Traversal, das Öffnen vom Zügel, dass das Pferd versteht, wow, ich darf meine Schulter öffnen. Ja? Wir denken mal einen Schritt zurück, gehen beim Schritt rein. Was hast du gemacht? Genau, du hast die innere Hand geöffnet, damit er sich sieht und damit er geht. Das ist schon die Vorstufe für deine Traversale zu sagen, geh dort rüber. Ja? So, jetzt versuchst du mal, die Traversale so zu reiten, dass du auf die Diagonale gehst und auf die Diagonale reitest du einmal Traversale. Du
denkst jetzt mal, du vergisst jetzt mal Parallelen und du reißt jetzt mal auf die Diagonalen von mir. Das, was du mal gerade in meiner Gesellschaft gerieben hast, das reißt du jetzt mal auf die Diagonalen. Diagonale und dann gehst du erst in Travers. Ich versuche jetzt aus der Ecke direkt in Travers zu machen. Gehst du rein Richtung K. Geh noch mal, Rein mal ganz normal hier haben wir zur Diagonale. Fährt gerade durch. Langsam und weiter. So, gerade durch, Richtung K. So, jetzt gehst du links stellen, nach rechts stellen. So genau, das reicht schon. Genau, weiter Richtung K rein. Das rechte Vorderbein kommt zuerst an. Aber was sehen wir jetzt schon? Dass der einfach locker für Seite geht, dass der einfach mühelose Seite geht, dass er besser den Takt behält. Also wir müssen das Reiten einfacher machen, damit das Pferd in der Reiter es leichter hat. Hier auch. Genau, für das linke Vorderbein Richtung H. Genau, da liegt ganz leicht das rechte Hinterbein mit. Du denkst an die Trafer, mehr nicht. Na, der vermangelt er das. Das ist super. Jetzt hast du noch einen Anfangspunkt und einen Punkt, wo du ankommst. So, jetzt gibst du ein bisschen Rechtsstellung. Ganz leicht ein linkes Hinterbein mitnehmen. Vorne rechts hin, links, vorne rechts hin, links, vorne rechts hin, links. Super. Avanciert und. Parada, linker Zügel, mit Hinschläge,
Wir werden das ja nach dem Pause sehen, wenn wir jetzt Zickzackkrabbersaal reichen wollen, ja?
Mache ich ganz gerne, dass ich den Reiter erkläre, hier eine Gasse von 2 Meter, wird gerade gerichtet, seitwärts, 2 Meter seitwärts, geradeaus, Richtung, geradeaus, seitwärts, dann ziehen wir gar keinen Aufsprung, wir fühlen erstmal. Und so kriege ich das Pferd, dass er wandelt am äußeren Schenkel. Dann kann auch Wechsel wieder rüber, wandeln lassen wieder rüber und dann kriegen wir daraus einen Zickzack-Traversal. Und in diesen Schritten habe ich nachher in der Zickzack-Traversal, wie sie zum Grand Prix, überhaupt kein Problem. Und das fängt aber mit dieser Lektion an. Diese Lektion können wir schon im 5-Jährigen anfangen zu reiten, weil wenn er aufs Zirkel galoppieren kann, kann ich ihn so ein bisschen greifen, bis er auf die äußere Zügelbarriere reinkommt. Ganz zum Hauch mit deinem Körper nach innen rein galoppieren. Und dann reite ich wieder geradeaus. Und so lerne ich das Pferd schon, das erwartet, am äußeren Schenkel und äußeren Zügel. Lass mal galoppieren, ne? Du spürst das mal Galoppstück. Und dabei versammle ich mein Pferd nicht zu groß, weil ich will ja, dass das innere Hinterbein frei ist. Genau, und jetzt spürst du erst einmal, was passiert, wenn ich die Seite gerade richte. Oder was? Ja. So. Nicht? Wenn du merkst, dass der langsamer wird, dann hast du zu viel Hintern. Ja? Dann hast du zu viel Hintern. Dann geht's in den Klavier rein. Das wollen wir gerade nicht. Weil wir wollen ja nicht das Spiel der erste Galopp. Wenn wir den Klavier ansehen, wir wollen die Vorhand und die Hinterhand. Genau, die erwiesen. Ja, so, ja. Spürst du die Schulter rein. Die Schulter reinführen. Da weiter kapieren. Nicht kürzer. Ja. Weiter kapieren. Ja. Richtig. Und wieder gerade. Schulter hoch. So, ja. Einmal ganz normal. Einmal ein bisschen Zügel aus der Hand. Lassen. Nase vor, lass dich nicht ablaufen, ne? Komm, mach! So, ja! Und Antje, du kannst das ja auch, wenn du jetzt ein bisschen abwendest, auf die Diagonale oder auf den Zirkel, dann kannst du immer mal ein, zwei Galoppsprünge wieder ein bisschen gerade liegen und mal so ein bisschen reingaloppieren lassen. Weißt du? Das kann auch mal so immer wieder mitnehmen, das Schuh wieder diesen Gleichgewicht. Losgelassen. Genau so, wie der gerade ausgaloppiert. Genau. Und jetzt mal nach rechts ausstellen. Weiter. So, richtig. Genau. Einfach so ein bisschen seitwärts galoppieren vom äußeren Schenkel weg. Vorhand voraus. Das ist die Hinter. So, locker. Richtig. Gut so. Und jetzt eben haben wir gelernt, wir müssen ja nach vorne raus. Genau. Und jetzt auch mal so ein bisschen nach rechts stellen. Deine Richtung und den Hals durch. Und? Komm, los. So, ja. Ganz wichtig auch zu Hause. Hör auf den Arm von eurem Pferd, dass das Pferd hier liegt. Im Rhythmus haben. Andere Rolle, einmal drüber rein, nochmal nach links stellen auch. Und der Wechsel. Ja, so, richtig. Und dadurch, durch diese Übung, den Anfang weichen zu lassen vom äußeren Schädel, den Hals nach hinten rechts lösen, die Vorhand vorauszulassen, finde ich einen ganz anderen Ablauf, ich werde eine ganz andere Koordinationsfähigkeit bekommen, das Pferd dazu. Und das Pferd fängt an, viel schöner zu reagieren auf die Hände. Ja! Und jetzt haben wir den Wechsel. Guck mal, spitze! So, also den kannst du dir so ganz gut sein lassen. Aber jetzt wird es schön, ne? Ja! So, guck, jetzt haben wir auch hier so was ganz schönes. Die Antje ist ja sehr vielseitig am Studieren. Also, ich kann ja wirklich sagen, okay, jetzt mal leicht sitzen und mal dies und mal das. Ist ja sehr flexibel, aber nichts geht für die dressurmäßige Arbeit. Und jetzt merkt man halt, dass auch das Dreieck im Hals ist konstanter da. Ja, das, was am Anfang
was er braucht, auch in seiner Größe, dass er sich einfach mehr selbst tragen kann, aber dass er ja, er ist ja sehr cleveres Pferd, sehr schlaues Pferd und lernt halt sehr schnell, dass Mensch, er hat jetzt alles mitgemacht. Und daran sieht man ja auch, dass man ihn ja bedacht hat, auch nicht überfordert, aber auch nicht überfordert. Er ist ja alles gut, dass er jetzt halt Kraft entwickelt und so, mehr aus dem Hinterbein so. Und natürlich die Versammlung immer alles abgeben. Nicht zu früh zu viel. Da würde ich jetzt gerne einen kleinen Applaus für die Danke.